Angst zu haben ist etwas Urmenschliches, auch bei Führungskräften und Managern. Eine Studie hat ergeben, dass genau bei Führungskräften die Angst vor Versagen und die Angst vor Bedeutungslosigkeit am größten sind. Und wenn wir jetzt nun präsentieren, vor den Augen aller stehen, beobachtet werden, dann haben wir das Gefühl, dass wir in diesem Moment von einem großen Scheinwerfer angeleuchtet werden. Wie durch eine Lupe werden alle unsere kleinsten Fehler übergroß deutlich gemacht und für alle sichtbar sein. Und das mag vielleicht nicht dem Bild entsprechen, das du von einer Führungskraft hast. Es ist ein Mythos, dass Führungskräfte makellos, immer sicher und selbstbewusst und zielstrebig sein müssen und dass Angst und Unsicherheit dabei keinen Platz hat. Und es ist auch erwiesen, dass wenn du dich nicht um diese Ängste kümmerst, dich nicht ihnen stellst, sie trotzdem unterbewusst weiterwirken und eben in ganz speziellen Momenten, wie zum Beispiel bei einer Präsentation, auftauchen, wo du sie dann eben nicht mehr kontrollieren kannst. Außerdem, das habe ich leider auch schon miterleben müssen, können diese unterdrückten Ängste tatsächlich krank machen und in ein Burnout führen. Peter, ein Kunde von mir, war dem Stress und Druck, den er jahrelang mit sich herumgetragen hat, nachdem er in eine höhere Position aufgestiegen ist, irgendwann nicht mehr gewachsen und er musste sich dann tatsächlich eine Auszeit nehmen. Darum lass es nicht so weit kommen. Setz dich damit auseinander. Schau, wo es herkommt. Und natürlich geht es darum, diesen Ängsten auf den Grund zu gehen und sie auch zu bearbeiten. Wenn du das möchtest, kannst du dir ganz unverbindlich und kostenlos einen Termin mit mir vereinbaren. Auf meiner Homepage findest du meinen Online-Kalender www.mariastarrybacher.at/termin. Ich freue mich auf dich.